Grund und Boden gibst. Weil ohne Grund und Boden wäre entweder verhungert oder kriminell geworden. Wollte man nicht. Und die ganzen römischen Siedlungen, die wir hier jenseits des Limes, ist eigentlich Nürnberg diesseits des Limes oder jenseits des Limes? Jenseits, ja. Da ging durchs Altmühltal, glaube ich. Ne? Aufgepasst. Ne? Also, die ganzen römischen Siedlungen, die man dort findet, ja, was war anders? Ja, das war die Altersversorgung der römischen Staatsbeamten und Legionäre. Die haben ein Stück Grund und Boden bekommen. Italien war kein Platz mehr. Die haben ein Stück Grund und Boden bekommen und dort haben die dann ihren Lebensabend verbracht. Ja, könnte man jetzt sagen, okay, dann geht bei jedem Hartz-IV-Empfänger 2 Hektar Land. Ne? Daher merken Sie schon, das funktioniert nicht mehr. Weil die Sachen verändert. Wir sind jetzt eine Fremdversorgung. Wir sind eine Gesellschaft von Fremdversorgten und Fremdversorgern. Wir rechnen ständig damit, dass jemand für uns was tut. Und andere rechnen damit, dass wir unseren Beitrag leisten. Das ist unsere gesellschaftliche Realität. Und das müssen wir fördern. Und das fördern wir dadurch, dass wir die Kreativität der Menschen, die Initiativkraft der Menschen wecken. Und nicht, dass wir sie behindern. So, und wodurch wird unsere Initiativkraft am meisten behindert? Die letzten 10 Minuten, eine Stunde, nehme ich dafür in Anspruch. Wodurch wird unsere Initiativkraft am meisten behindert? Also erstens wird sie daran behindert, dass wir das nicht denken können. Und was können wir denn denken? Ja, dass wir immer, wenn wir initiativ werden, für andere tätig werden. Und wir denken doch wie Selbstversorger. Wir meinen, ich werde tätig, damit ich ein Einkommen bekomme. Das ist ein Irrtum. Sie kriegen nicht das Einkommen aus ihrer Tätigkeit. Sonst könnten sie gar nicht arbeiten. Stellt mal vor, alles was sie tun, dort wo sie tätig sind. Wenn das erst bezahlt werden würde, wenn es wirksam wird, wie lange sie da hofft warten müssten. Auf ihr Einkommen. Wer ist Lehrer hier? Oder Kindergärtner. Egal was. Ne? Nein, es ist, schauen Sie mal, wirklich, glauben Sie mir, es macht Spaß, darüber nachzudenken. Wenn Sie zu uns in den Laden kommen, nach wie vor und kaufen eine Zubezahncreme, auch sehr empfehlenswert. Und Sie nehmen die Zubezahncreme aus dem Regal und gehen damit an die Kasse. Da meinen wir doch, dass Sie jetzt die Tube Zahncreme bezahlen. Stimmt? Klar,